Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. Wir eine sehr spannende Gewichtsklasse. Ja, sehr explosiv. Und auch trotzdem sehr beweglich, geschmeidig. Ja. Das familiäre Hotelunternehmen am Erfurter Dom. Ja, es hat einfach eine schöne Kombination trotzdem zwischen harte Technik und aber trotzdem diese Spritzigkeit, dass permanent in diesen 2 bis 3 Minuten pro Runde immer was passiert. Ja, die Schwergewichte haben immer, da wartet jeder auf einen großen Knall, aber die Frequenz ist nicht so hoch und hier haben wir eigentlich eine gute Mischung aus allem. Genau. Das macht diese mittleren Gewichtsklassen eigentlich immer so schön. Oder so spannend für auch oder zuschauerfreundlich, kann man da einfach mal sagen. Und die blaue Ecke der Erfurter auf jeden Fall einen wesentlichen Größenvorteil. Den gilt es erstmal zu überbrücken. Haben wir heute schon gesehen bei dem Kämpfer Schrock, wie gut man das umsetzen kann über lange Hände, über die Frontkicks. Dass es auch für den Gegner relativ schwierig ist, das zu überbrücken. Tibini holt sich jetzt leicht die Ringmitte, baut Druck auf. Schöner Schlagabtausch von beiden hier. O'Day versucht auch Druck aufzubauen. Ist ja ein bisschen beweglicher auf den Beinen. Ja. Versucht es über die Fußarbeit zu lösen. Ein bewegliches Ziel ist immer ein schwierigeres Ziel zu treffen. Bewegt sich auch gut raus. Die Biene hier richtig schöne Kick-Kombination. Gute Kombination rein. Also kombiniert hier dieses Kicken und Boxen. Deswegen sind wir auch beim Kickboxen hier. Ja. Aber das ist ein sehr dynamisches Duell. Und auch gleich wieder hohe Frequenz. Das ist das, was wir gerade angesprochen haben, dass diese Gewichtsklassen halt auch eine hohe Frequenz über eine längere Zeit gehen können. Ja, die Biene hier wirklich sehr variabel. Kickt Low-Kicks, kickt Rip-Kicks, Front-Kicks, High-Kicks, kombiniert das schön mit diesen langen Händen. Das ist sehr technisch, sehr schön für diese 18 Jahre. O'Day bewegt sich hier gut, ist kein, wie gesagt, kein stationäres Ziel. Versucht auch gut mitzuschlagen, die Lücken und die Konter zu finden. Bewegt sich auch gut im Oberkörper, um nicht jeden Schlag mitnehmen zu müssen. Ne? Ja, wird dadurch auch weniger getroffen, als man das vielleicht gleich so auf den ersten Blick immer sieht. In den Zeitlupen sieht man das dann immer ein bisschen schöner. Aber Tibini hier technisch im Vorteil, würde ich sagen, und auch das Volumen ist sehr hoch. Ja. Und Tibini bringt auch mehr Wirkungstreffer ins Ziel. Also, die Schläge und Tritte, die von ihm reinknommen, die knallen auch ganz schön. Aber O'Day jetzt kurz am Drücker. Man muss ja sich gleich einen Konter fangen. Schöner High-Kick. Und die Rechte schön noch reingeschoben. Und das waren auch schon 2 Minuten. Das die ging schnell rum. Ja. Sehr schnell. Bei einer hohen Frequenz, vielen Highlights, da gehen die 2 Minuten sehr schnell rum. Sehr gut gekämpft von beiden Kämpfern hier. Wir werden gleich noch ein paar Highlights sehen aus der Runde. Schön kombiniert. Genau, die schöne Kombination, die Variablichkeit von diesem Kick. Low, High, Rip. Ja, und immer noch diese saubere Boxtechnik dazwischen. Ja. Ja. Und auch hier immer schön aufgebaut. Erster Angriff, zweiter Angriff. Ja. Damit der Gegner gar nicht dazu kommt, in seinen Rhythmus zu kommen oder zu kontern. Ja, da wurde jetzt der Mundschutz noch reingesteckt, sehr, sehr wichtig. Ja, den sollte man nicht vergessen. Ja, Ringrichter kontrolliert jetzt auch lieber nochmal, ist einfach eine Schutzausrüstung, die sein muss. Sicher, sicher. Ja, und hier geht es auch gleich weiter mit hohem Tempo. Ja, ja. Die schenken sich nicht. O'Day scheint jetzt hier ein bisschen das Tempo zu erhöhen zu wollen. Ja. Um einfach nicht ins Hintertreffen zu geraten. Ja. Versucht auch die Distanz zu überbrücken. Ja. Über wirklich schnelles Reingehen. Versucht das so in den Infight aufzuzwängen. Ne? Ja. Muss natürlich, er ist da den Reichweiten Nachteil hat.
Und dann macht er Infight natürlich. Aber auch schön kombiniert. Und wenn gleich das Knie nachgezogen, das ist, was ich schon gesagt hatte, dieser erste Angriff, zweiter Angriff, das macht ihr euch sehr gut. Ja. Aber Olde hier auch, was du vorhin schon angesprochen hast, diese Kopfbewegung lässt sich hier nicht von jedem Treffer treffen, schlägt aus diesen Bewegungen mit. Also wirklich wieder auch ein sehr schönes Duell von zwei jungen Talenten. Die man sich auf jeden Fall merken sollte. Artebini auch wirklich aus der langen Distanz, nutzt hier seine Reichweite. Lange Hände, lange Kicks. Geht das erste Mal das Tempo ein kleines bisschen nach unten. Aber bei dieser Frequenz ist das völlig normal. Ja. Schöne Aufwärtshaken. Und guter auch Treffer gewesen Knie. Von OD. Also die beiden schenken sich hier gar nichts. Das ist ein Gefecht. Also das bietet pure Dramatik. Ja. Da wird jeder Low-Kick mit einem weiteren Low-Kick abgegolten. Aber die ersten Treffer zeichnen sich ja schon ab. OD blutet aus der Nase von den einigen Treffern, die er schon erhalten hat. Schöner Low-Kick auf den Innenschenkel. Aber wie gesagt, baut ja auch Druck auf. Trifft auch gut an diese Infight. Und da sind wir auch schon am Ende der zweiten Runde. Der fast genauso schnell rumging wie die erste. Wie gesagt, wow. Wir sind ja bei 2-Minuten-Runden, keine 3-Minuten-Runden. Ist einfach dem Alter und auch der Erfahrung geschuldet, dass man die Kämpfe natürlich auch aufbaut. Aber dafür bieten wir uns ja eine Frequenz, die wirklich sehr unterhaltsam ist. Also wir sehen hier auf jeden Fall zwei richtig talentierte junge Sportler, die beide ihr Bestes geben. Also das ist ein wirklich spannendes Duell. Es ist ein Gegner, der Seif auch fordert. Es ist auch ein Kampf, der OD fordert. Beide Kämpfer jetzt schon mit Nasenbluten. Also die ersten Treffer zeigen Wirkung. Aber ansonsten sehen die Gesichter noch relativ unbeschadet aus. Keine Cuts, keine Blinker, keine Schwellungen. Ja, jetzt motivieren die Coaches die noch, die Kämpfer noch mal für die letzten 2 Minuten. Meine Damen und Herren, hier in Erfurt, unser Saal, ich brauche unsere Unterstützung. Applaus bitte! Ringfrei, Runde 3. Letzte und alles entscheidende Runde. Wo ihr schöner Konter, rechte gerade, ihr Ziel gefunden hat. Und Tibini. OD schiebt sich hier immer wieder in den Infight rein, um dort seine Treffer zu landen. Seif baut aber immer wieder seine Distanz aus, steht jetzt hier ans Seil. Und kombiniert hier wirklich diesen ersten, zweiten Angriff sehr, sehr schön. Ah, das Knie zum Körper, sehr gut getroffen. Aber beide Kämpfer kombinieren hier wirklich sehr schön. Und zeigen hier wirklich sehr schöne Technik. Wie gesagt, die Frequenz brauchen wir gar nicht mehr erwähnen. Das ist schon sehr, sehr stark. Letzte Minute der dritten Runde und die beiden haben immer noch den Fuß auf dem Gaspedal. Also das ist hier ein Kampfniveau, das sieht man. Ja, das sieht man auch auf manchen Großveranstaltungen nicht. Das ist wirklich stark. Ja, also wirklich sehr gutes Duell auf Augenhöhe. Beide fahren wirklich hohes Tempo, sehr stark. Das war ein harter Linker. Die letzten 30 Sekunden. Auch OD findet jetzt immer mehr die Kicks im Ziel, nicht nur Tebini. Der aber auch jetzt eine gute Maid-Bewegung hier zeigt und nachkontert. Ja. 10. Die letzten 10 Sekunden hier nochmal. Hier war nochmal ein Wirkungstreffer. Und das war's. Was für ein Duell. Was für ein Kampf. Boah. Wir haben auch
wie man hier gerade sehen konnte, weitere große Highlights neben dem K.O.-Turnier. Und auch gerade solche jungen Kämpfer können ja einfach mal zeigen, was ihnen steckt und was sie eigentlich schon für ein Niveau innehalten. Ja. Und ich finde, das haben beide Kämpfer hier unter Beweis gestellt. Ja. Ja. Ich sehe Salf eindeutig im Vorteil, aber trotzdem hat Tansil einen unglaublich starken, leidenschaftlichen Kampf geliefert. Ja. Ja. Also standen Runde 2 und 3 immer mehr an den Infight reingearbeitet, genau. Und hat dort auch seine Stärken gefunden. Also es war von beiden Athleten hier eine unglaublich. Oh, hier haben wir gesehen, was getroffen hat. Dieser eine linke Haken hat nochmal richtig stark getroffen. Bitte noch einmal. Das war der Treffer, der hier kurz vor Ende der dritten Runde hier nochmal fast kampfentscheidend war. Den und hier Applaus das offizielle Kampfhinterurteil. Der Sieg geht in die blaue Ecke. Ja, wie du schon gesagt hast, etwas höhere Frequenz, bessere Treffer. Bessere Wirkungstreffer vor allem. Ja. Vor allem in der ersten Runde auch. Und hat zu Recht hier auch gewonnen. Aber ein sehr starker Kampf von beiden. Da braucht sich hier keiner verstecken. Auf keinen Fall. Tansil braucht sich null verstecken.